Hallo, ich begrüße euch zu einem kleinen Infovideo, was jetzt oben in der rechten Ecke erscheinen wird. Ja, und das ist vor allen Dingen das Hörspielprojekt. Im Hintergrund seht ihr eine kleine Black Ops 2 Runde Team Deathmatch. Yo. Also, wir sind ein Hörspieler, da hören wir uns mal das hier gleich an. Ich hoffe, ihr hört das. Ich weiß es jetzt nicht. Und zwar geht's darum, dass ihr hier auf dieser Seite Hörspiele hört, könnt die selber erstellt wurden, hier hörspielprojekte.de. Das heißt, die Hörspiel-Community für Hörspielmacher. So, dann gibt's hier verschiedene Faktoren. Gruse zum Beispiel, da werde ich euch genauer das hier vorspielen. Ich hoffe, das geht jetzt auch mal so hoch. So, das werdet ihr jetzt im Hintergrund hören. Also normal rein. Das werdet ihr jetzt im Hintergrund hören. Bisschen ein Auszug, also ein Teil davon. Ja. Gut. Gut, das war's dann jetzt damit. Dann werden wir jetzt hier nochmal einen anderen Faktor gehen. Und nehmen wir das hier jetzt mal. Was ist das an? Sie hören? Ihr hört das jetzt alles nur im Hintergrund, denn man muss jetzt das runterladen. Ja, ich mache ich gerade. Der Community für Hörspielmacher. Jo. So. Dann könnt ihr einfach hier auf kostenlos Download und könnt das Download, so, speichern, ja, und dann laden wir es runter. So. Dann, was haben wir denn hier noch? Fantasy Abenteuer. Haben wir und hier noch. Oh, hier gibt es sogar den zweiten Teil. Oder? Ja, zweiter Teil. Und sonst mal, bitte, hören wir uns das kurz an. Zeit Download nicht. Der Wind wehte durch die inzwischen kahlen Baumkronen des berühmten Gargenwaldes. Ein Wald, der sich seit jeher über weite Teile der Fürstentümer Rabenhain und Grimbach erstreckte. Zahlreiche Mythen und Legenden wankten sich um den Forst. Geschichten über Helden und unendliche So, haben wir das uns angehört und dann gehen wir nochmal kurz auf die Homeseite. Stehen die aktuellen Infos, die Ballade vom Zwerg, Gomm, Rach, Zack, Pikus, Rutsch, Klassik, erhältlich, ja. Und, das ist halt alles free. Also könnt ihr euch alles frei runterladen und könnt auch selber über Podcasts zum Beispiel, ist sowas wie Radio, hier ist mein Radio. Dann gibt es hier ein Forum, das ist glaube ich hörspielteil.de oder so. Und da könnt ihr euch dann zusammentun und ein eigenes Hörspiel entwerfen. Das Ganze ist auf Facebook, Twitter, YouTube und Google verbunden. Also habt damit viel Spaß und dann seht ihr weiter das Video. Ein Blick aufs Video nebenbei. Und dann ciao. Leute, verabschiede ich mich.
Areas for